Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach Map ohne Gräben in der Version 1.3. Die 1.4 wird jetzt zum Wochenende wohl rauskommen. Ja, schön, dass ihr einschaltet. Ja, wir befinden uns hier auf dem Rinderhof. Hier ist ziemliches Chaos, was hier die ganzen Ballen angeht. Also erstens sieht es nicht schön aus und zweitens frisst das Performance ohne Ende. Jeder Ballen, der auf einer Map rumliegt, frisst Performance. Jetzt ist von der LS Mod Company ein Mod rausgekommen. Ballenlagerung nennt sich das. Gibt es im Shop zu kaufen. Unter platzierbare Objekte. Oben und dann ziemlich weit hinten. Ist irgendwo ein Mod rausgekommen. Ne, also Tech Farm, ja, es gehört aber glaube ich zur LS Mod Company. Square Bale Storage und Round Bale Storage. Geile Mods, kann man viel mitmachen. Ihr seht, einmal gibt es von den beiden rechten Mods. Das linke ist der Square Bale Storage, also wo ich Quaderballen speichern kann. Der rechte Rundballen, das Rundballenlager. Coole Nummer. Beim Quaderballenlager kann ich Strohballen, Grasballen, Heuballen lagern. Beim Rundballenlager kann ich Strohballen, Heuballen, Grasballen und Silageballen lagern. Und beim Quaderballenlager passen 108 Ballen rein. Beim Rundballenlager glaube ich 120 von jedem Typ. Und ja, ich habe die Mods ein bisschen angepasst. Ich habe die auf jeweils beim Quader immer 500 Ballen pro Typ werden gelagert. Es werden nicht so viele angezeigt. Ja, also die Visualisierung hier ja, von denen, die man dann im Lager sieht, ist nicht so hoch, aber auf dem Display stimmt alles und auch wenn wieder gespawnt wird, stimmt auch alles. Jetzt brauche ich hier am Rinderhof aber schon mal grundsätzlich keine Heuballen. Ja, Heu brauche ich hier nicht. Strohballen bräuchte ich hier, aber ein Strohballenlager gibt es hier ja schon, wo ich Quaderballen reinpacken kann. Das heißt, ich brauche eigentlich nur Rundballen für Silage und Rundballen für Gras. Und deshalb bin ich beigegangen und habe das mal modifiziert, diese Mods. Also noch weiter modifiziert, habe nicht nur die Quantität erhöht oder die Lagerkapazität, sondern ich habe jetzt hier auch mal ein Rundballenlager gebaut, wo ich nur Gras- und Silageballen reinhauen kann, dafür 1000 Stück von jedem. Und ja, das kaufe ich mir jetzt. So. Und ich muss mal eben gucken. Ich weiß auch schon, wo ich es hin platzieren will. Das ist natürlich nicht so einfach. Da muss man natürlich Platz für haben. Aber wollte das eigentlich. Wollte ich das ziemlich genau hier vorstellen? Ist natürlich schade, das ist so. Muss ich mal von oben gucken? Kann ich auch von oben irgendwie mich bewegen? Wie auch immer. Egal. So. Zack. Und da ist es. Ein wunderschönes großes Lager. Ja. Garage funktioniert auch noch. Da stehen wir auch nicht drin. Alles wunderbar. So. Im Normalfall hättet ihr jetzt hier links auch noch eine Anzeigetafel. Wie gesagt, ich habe hier nur. Ich kann hier Grasballen reintun. Lagerkapazität zeigt er mir gar nicht an. Drei Nullen. Eigentlich eine 1000. Ist ein bisschen. Ja. Da stehen auch drei Nullen. Und Silageballen. Also, ich kann Gras- und Silageballen da reintun. Und das mache ich jetzt. Ich fülle jetzt dieses Lager auf. Weil wir haben hier Ballen ohne Ende rumliegen. Die Performance wird definitiv nicht besser dadurch. Dazu steige ich jetzt hier schön in meinen kleinen Truck. Also ich kann mal wieder meine HUDs einschalten.
Was man noch wissen muss, ich habe ja hier, ich mache mal Ultima-Ballen. 1,5 Meter Durchmesser mit 6000er Kapazität. Die Ballen, die dort rauskommen, wenn ich die wieder spawne, haben nur noch 1,30 Meter Durchmesser, haben aber die gleiche Kapazität, 6000. Das hat was mit der, hat was damit zu tun, dass diese Ultima-Ballen auch nur in diesem Ultima-Mod mit drin sind. Und, ja, die 1,30 Meter Rundballen, die sind standardmäßig beim LS dabei. Und die Ballen, die wir da jetzt rein tun, die sind standardmäßig nicht beim LS dabei, sondern die kommen wirklich aus dem Ultima-Mod. Und deshalb hat man sich wohl dafür entschieden, dass man eben 1,30 Meter Ballen spawnt, weil die in jedem LS vorhanden sind, auch wenn ich kein Ultima-Pack habe. Ja? Aber trotzdem ist die Kapazität der Ballen trotzdem 6000. Also da brauchen wir uns keine Gedanken machen. So, das war auch schön, wie die Ballen da dann noch hängen. So. Und ihr seht schon hier, also ich sehe jetzt hier, dass das hier ruckelt, weil hier so viele Ballen liegen. So, und wir gucken jetzt mal. Ich war heute im Livestream mit Fat Action von Nordfriesischen Marsch und da hatten wir ein ganz komisches Phänomen. Hier funktioniert's. Ja, ihr seht, ich habe jetzt 18 Ballen abgeladen, aber angezeigt werden da vorne nur 5. Das liegt eben daran, dass ich einfach die Kapazität erhöht habe, dieses Lagers, auf 500 pro Slot und normalerweise wären 120. Ja. So. Und jetzt können wir mal schön hier weiter voll machen. Jetzt auch egal, in welcher Reihenfolge wir jetzt hier laden. Wir können jetzt hier einfach mal schön dran vorbeifahren und uns vollschmeißen. Alles wild durcheinander. Ja, egal, ob Silage oder Gras. Vollkommen egal. Witzigerweise, ne, doch nicht. Ich würde sagen, ist das jetzt sogar sortenrein? Das wäre Zufall gewesen. Ihr habt das vielleicht wieder gesehen, es ruckelte ohne Ende. So, ich fahre hier rein. Schalt auf Abladen. Schalt hinten auf Abladen. Alles wunderbar. Schalt wieder auf Autoload. So, und dann haben wir nämlich einmal ein vernünftiges Lager, wo die vernünftig drin gestapelt werden. Und ich habe auch keine wilden Performance-Probleme oder so. Na, fahre ich mich jetzt fest auf dem einen Ballen hier. Kippe ich um. Sagen, ein geiler Mod. Echt was Tolles haben die Jungs sich da ausgedacht. Echt toll. Das Ganze gibt's, habe ich auch gezeigt, gibt es auch für Quaderballen. Das habe ich mir auch eins umgebaut sozusagen. Und zwar habe ich mir ein Quaderballenlager gemacht, wo nur ausschließlich Stroh reinpasst. Dafür passen da 1500 Strohquaderballen rein. Den wollte ich dann irgendwann mal bei uns am Haupthof neben dem Kuhstall platzieren, um einfach immer genug Stroh für die Kühe da zu haben. Ja. Ich muss mal schauen, vielleicht bastel ich da nochmal so ein bisschen weiter, weil sowas bietet sich ja auch an als Lager für Mischfutterfabriken. Da bräuchte ich dann allerdings kein Heu, aber dafür alle anderen. Also die anderen drei Fruchtarten, wollte ich ganz sagen, Ballenarten. Ja, Wahnsinn. Ja, wenn man jetzt hier mal aussteigt, ne, dann sieht man auch, 92 Grasballen habe ich hier schon drin.
einer Kapazität, also mit einer Objektgröße von 6000 Litern. Insgesamt habe ich allerdings schon über, habe ich schon über eine halbe Million Liter Gras hier drin. Und 84 Silageballen habe ich hier drin. Hammer. Ja, wie gesagt, ne, das sind jetzt, werden hier weniger angezeigt. Aber ich hoffe, dass ich damit eben auch die Performance einfach hier mal wieder ein bisschen hochreißen kann, wenn man hier ist, indem wir einfach mal hier die ganzen Ballen eliminieren. Hammer. Hoffentlich reicht das überhaupt. Nicht, dass ich hier... Nein, das wird reichen. Ich habe keine 1000 Ballen hier. Nein, es füllt sich. Langsam, aber es füllt sich. Normalerweise wäre das Lager jetzt schon voll. Also zumindest die Grasballen wären jetzt schon voll. Aber ich habe mir gedacht, ich brauche ja nur diese beiden Sorten hier. Jetzt soll ich mir dann da den ganzen anderen Kram auch noch mit aufhalsen? Macht ja keinen Sinn, ne? Endlich mal zusammengebrochen. Wunderbar. Ich habe auch das mit dem Spawnen hier ein bisschen geändert. Ursprünglich konnte man immer 6 Ballen gleichzeitig spawnen. Ich kann, glaube ich, jetzt 72 gleichzeitig spawnen. Das ist ja auch schon ein kleiner Unterschied. Da muss man nicht so lange warten. Geht das alles ein bisschen zügiger. Ja, jetzt sind wir ja auch schon fast fertig gleich. Ja, nur noch wenige Runden. 4 Runden oder so. Ballen haben wir gleich alle hier drin. Aha, aber dann kann man hier nämlich auch irgendwann nochmal die Krone Big, den Krone Big M losfahren lassen. Nochmal schön alles. Mal schön alles mähen lassen da hinten. Abtransportieren. Das müsste ich dann auch mal ausprobieren, ob das dann nicht sogar automatisch geht. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, 1-2 Runden noch und dann habe ich sie alle. Oh, cool, ey. Cooles Ding. Das müsste ich doch jetzt noch mit einer Runde hier einsammeln können alles, oder? So, und da noch eben die beiden Ballen. Und dann sind wir doch auch schon safe. Ist doch super.
Das ist doch super. So. Alles abgeladen. Aussteigen und mal gucken. Was haben wir denn jetzt hier drin? Okay. 254. Da wären wir mit zwei Ballenlagern, wären wir nicht mal hingekommen, um das unterzubringen. Und 132 Silageballen. Wahnsinn. 792.000. Ich sehe gerade was. Da muss ich mal gucken, ob ich das... Das ist natürlich nicht nur 524.000, sondern es ist 1.524.000. Ja, da fehlt eine Zahl. Ja gut, ich habe ja nur einen Mod umgeändert. Das ist jetzt natürlich doof. ja, meine Schuld. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Der ursprüngliche Mod könnte ja gar nicht so viel. Deshalb habe ich hier unten nur 6 Stellen für die Anzeige. Muss ich mal gucken, ob ich das noch hinkriege, dass ich das auch noch ändere, dass das vernünftig angezeigt wird. Wie ist denn das, wenn ich auf F1 drücke? Dann zeigt er mir hier gar nichts an. Nur Lagermenü öffnen, okay. Gut, Lagermenü öffnen wir, wenn wir Ballen raus haben wollen. Dann wird uns hier angezeigt, wieder Rundballen Silage. Oben steht, wir haben 132 Ballen, 6000 Liter. Oder Rundballengras, 254 Ballen, 6000 Liter, 1000 Ballen Kapazität. Und ich kann dann, ne, ihr seht dann aufladen, 0 von 72, hier unten gibt es plus 1 und minus 1. Also minus 1 macht jetzt natürlich keinen Sinn. Ja, plus 1, minus 1. Und dann kann ich hier auswählen, wie viel ich aufladen möchte. Ich nehme jetzt mal 52. 52 ist genau die Zahl, die ich auf mein Gespann kriege. Drücke OK. Und dann liegen hier genau 52 Rundballen. Hammer, oder? So. Und um die aufzuladen, muss ich natürlich meine Ladeart... Ich sagte ja, ne? Ich habe 1,5 Meter Ultimaß eingeladen. Ich schalte mal den Arbeitsmodus an. Es passiert gar nichts. Warum passiert nichts? Weil das 1,30 Ballen sind. Das heißt, ich muss eben umstellen auf 1,30 Meter Ballen. Und Ballen 1,30. Wenn ich dann den Lademodus einschalte, funktioniert das Ganze auch. Dann habe ich die aufgeladen. Jetzt muss ich das hinten beim Anhänger auch noch machen. Wenn ich dann da den Lademodus einschalte, dann habe ich 52 Ballen aufgeladen. Genau das, was hier raufpasst. Ist das nicht wunderbar? Ich finde, das ist wunderbar. Und wir fahren wieder hier rein. Hier ist eben der Abladetrigger und dann sage ich abladen und abladen und alles ist drin. Wunderbärchen, würde ich sagen. So. Den lasse ich trotzdem mal hier stehen. Und geh mal. Da hätte ich auch gar nicht hingemusst. Ich hätte ja nur aussteigen brauchen. Dann bin ich hier am Haupthof. So, was ich nur eben machen will, ich will mal eben gucken, ob ich denn mir noch gleich hier meinen anderen Mod platziere. Den Strohmod. Strohlagerung. Und dann war es das für heute auch schon. Ich bedanke mich jetzt im Vorfeld schon mal dafür, dass ihr zugeschaut habt.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like. Abonniert mich, würde mich freuen. Und noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ja, hier könnte man natürlich schön so ein Strohmod, so ein Strohlager hinstellen. Ich meine, den Fahrsilo benutze ich selber sowieso nie. Und dann nehmen wir den da. Sagen kaufen. Platzieren den ganzen Mist, den ganzen Rotz mal sozusagen. Ja, der ist mir dann aber doch... Na, dann kann ich da gar nichts mehr machen. Ich kann ihn hier auch andersrum drehen. Irgendwo hier flackert das so auf. Da habe ich aber so einen Baum da halb drin. Nee, das ist nix. Das will ich noch nicht. Das mache ich jetzt nicht. Ich speichere jetzt. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder zuschaut. In diesem Sinne sage ich mal Ciao!